Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Rome to Imperial Edition mit den Römern auf Schwierigkeitsstufe schwer und mit mir, dem Björnsen 1. So, die Aria steigen auf. Es gibt einen Baubericht. Boah, einiges fertiggestellt und schaut mal hier, Nahrung. 114. Das ist so geil. So, die der Orsi wurden vernichtet. Schiffsbaubericht. Ich muss mal kurz rüber schwenken in meine... Aha. So, das läuft. Auditorium. Wohlstand und öffentliche Ordnung. Minus 89. Eieieiei. Minus 3 haben wir noch. Ob wir uns hier noch retten können, bringt 5 öffentliche Ordnung. Das bringt minus... Das bringt... Latanisch-kultureller Einfluss. Das könnte in einer Runde kippen zu unseren Gunsten. Mal schauen. Ich gehe mal kurz durch meine Provinzen. So, hier haben wir noch mehr Nahrung. Wollen wir das denn? Erstmal ja. Wir können ja später immer noch schauen, ob wir das so lassen. 2000, aber wir nehmen kaum noch Geld ein, Freunde. Guck mal hier. So, den Münzer. Wohlstand durch Landwirtschaft. Wir haben mal hier den Amphorenmacher und nur 360. Wir haben jetzt eh kein Geld mehr. Also. Und da können wir uns jetzt sowieso keine Einheit mehr ausbilden. Aber hier sind alle weiter... auf dem Weg. So, perfekt. Also. Euch stationiere ich erstmal. So, du kommst hier hin. Du kommst mal hier hin. So, dann kannst du jetzt hier in die Stadt. So, ihr könnt hier rein. Und guck mal, die können ein Upgrade bekommen. Hier nicht. Nur hier. Dann könnt ihr doch bestimmt auch alle dort ein Upgrade bekommen. In der nächsten Runde. So, ihr geht dann auch mal hier in die Stadt. Okay. Ihr kommt hier auch mal in die Stadt. So, für euch geht's erstmal weiter. Hier einfach mittig rein. So, du auch bitte. Euch werde ich dann noch positionieren müssen, ja, um zu schauen, wo ich wen haben möchte. Das wird noch ein paar Runden dauern. Aber, das macht ja nichts. So, du gehst rein. So, du bist im Move-Befehl. So. Also, was haben wir denn hier? Einen Würdenträger. Einen Streiter. Okay, du kannst dann... Hier sind 20 drin. 20. 16. Du kannst bei ihm hier... die Ausbildung machen. So, du kannst mal schauen. So, Spion haben wir 1, 2... Und noch, weißt du was, den Streiter entziehe ich mit hier hin. So, die kann ich nämlich hier unten angebrauchen. So, dann haben wir hier unten zwei Streiter, zwei Spione. Das ist sehr gut. Kann ich mir eigentlich noch einen Spion theoretisch leisten? Nein, alles Max. Ein Würdenträger noch. Eine Flotte. Gut, mit der Flotte brauche ich nicht mehr rechnen. So, wo sind denn jetzt hier überhaupt unsere Einheiten? Was ist das denn? Bekannte Fraktion, okay. Wollen wir nicht hin? So, alles ist im Süden. So, du machst hier bei Tour deine Aktion, das ist okay. So, alle sind hier unten. Also, passt soweit. Mm.
Weil die Spione brauche ich nämlich für Spanien und deren Truppen, sofern welche vorhanden sind. Und die würde ich dann runterziehen nach Nordafrika, um da meinen Feldzug weiterzumachen. In Italien brauche ich eigentlich keinen Spione. Da habe ich entsprechendes Militär. Da habe ich meine Städte, die ausgebaut sind. Da habe ich meine Infanterie, meine Einheiten. Und was muss ich noch absichern? Im Norden eigentlich nichts. Die eine oder andere Flotte sollte ich mir noch aufstellen. Beziehungsweise die eine. Die andere geht ja nicht mehr. Wir können ja nur noch eine. Dauert leider ein bisschen. Wir haben, würde ich auch beim nächsten Let's Play zu Total War Rome 2 anders machen. Auf jeden Fall, dass ich mir, ich sag mal, irgendwie so ein, zwei Häfen aussuche, die dann so voll auf Militär gehen quasi. So, was habe ich hier? Hingabe, Baukosten, Verstärkungsrate aller Einheiten. Das hört sich ja gut an. Und hier nehmen wir auf jeden Fall wieder die diese Türme. So, Baubericht. Ja, seht ihr, jetzt sind hier alle Städte fertiggestellt. Boah. Alter Schwede. Guck mal, wie jetzt hier die Nahrungsversorgung fällt. Weil das kostet Nahrung ohne Ende. Ohne Ende, sage ich euch. So, das ist... Ich hatte ja schon damit gerechnet, ja. Deswegen bin ich ja überall auf Nahrung gegangen. So, wie sieht es hier aus? Plus 7, sehr schön. So, jetzt kann ich hier... Plus 12. Und dann hier die Steuerprovinz auf jeden Fall wieder reinhauen. Es hat noch gepasst, Freunde. Wir haben nur minus 92. Passt. Und wir nehmen jetzt auch ein bisschen mehr ein. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Wir haben mal wieder kein Geld mehr. Fucking, ey. Das gibt's nicht. So, wir gehen mal hier die Küste lang. Was haben wir hier? Genua müssen wir auf jeden Fall absichern. Massalia müssen wir absichern. So, Mittler nicht. Also hier quasi nur die Küstenstädte. Dann sind wir hier schon in Italien. So, hier habe ich eine fette Einheit stehen. Das da oben ist auch nicht so gefährlich. Eher das hier. Dauert noch zwei Runden. So, die ist fertig. Die sind fertig. So, dann schicke ich euch mal. So, das ist keine Hafenstadt. Das heißt, da brauchen wir nichts machen. So, euch schicke ich mal dahin, wo es wahrscheinlich am meisten brennen wird. Nämlich hier nach Lilibion. So, euch lasse ich da stehen. So, dann würde ich das Ganze hier unten ganz gern noch absichern durch eine weitere... Pass auf, Neu-Karthago, siehst du? Also wir haben dann hier eine Fußeinheit und eine Seeeinheit. Dann würde ich hier oben die abziehen. Ach komm, dann haben wir da zwei Seeeinheiten. Und ja, euch ziehe ich mal nach Neapolis. So. Du gehst nach Rom. So, Velatri, Genua, Alalia ist nicht abgesichert. So, muss ich mal schauen. Hier habe ich jetzt noch... Gut, die wird noch ausgebaut. Die wird auch noch ausgebaut. Ja, fürs Festland brauche ich die hier schon. Die kann ich dann in zwei Runden nach Alalia schicken. Mal schauen. Okay, Runde beenden. Problem ist, die nur begrenzte Anzahl an, an Flotten und Heeren. Insofern müssen wir da natürlich immer ein bisschen schauen. Man kann ja nicht unendlich produzieren. Das finde ich übrigens super. Finde ich übrigens sehr gut. Weil das wäre total unrealistisch. Und sobald man einmal Geld hat, wie ich zwischenzeitlich... Oh, ich hatte 150.000 oder 200. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte so viel Geld. Ah, war das schön. Übrigens,
Einen schönen Gruß an Trucker 007 und Black Devil. Ja, wollte ich mal so nebenbei sagen, ihr verfolgt ja sehr nice hier das ganze Spielgeschehen. Seid auch ziemlich cool am Start hier und habt mir schon den einen oder anderen Tipp gegeben, wo ich echt sagen muss, Freunde, schaut euch mal deren Kanäle an. Die sind gut drauf, die Jungs. Wie gesagt, Trucker 007 und Black Devil. Ich möchte keine Werbung für andere Kollegen, Let's Play-Kollegen machen, aber ich sag mal, wer so aktiv, fleißig und so bei der Sache ist. Hättet ihr einige Männer übrig, um ein paar Kehlen zu durchtrennen? Dieses Volk muss vernichtet werden. Der hat's verdient, auch mal erwähnt zu werden. Sie würden es von euren Händen kommen begrüßen. So, weiter geht's hier. Krieg beitreten gehen. Gar, Kollege, Kollege, Kollege. Könnte ich wahrscheinlich, aber das ist die völlig falsche Seite. Nein. Nein, nein, das sparen wir uns erstmal. Sparta könnte ich... Durch ein Bündnis wären unsere Länder wie Triere und Segel. Unzertrennlich, stark, mächtig. Was sagst du dazu? Ja, pass auf. Kannst du mir Geld dafür geben? Oh. Stark. 4000? Ach komm, 2000. Ach, dann... Ja, komm, Knossos. Können wir ruhig mal machen. Weil die Ostfront ist aktuell nicht, steht derzeit nicht auf unserem Plan. Insofern ist das schon okay. Also, ich muss gleich echt schauen, wie ich meine Einheiten dort stationiere und mit wem ich wohin gehe. Jetzt haben wir schon eine Nahrungsmittelknappheit. Das ist unglaublich. Baubericht. Gut, weil jetzt hier alles an diesen Städten und allem fertiggestellt wurde. Freunde, ich muss mal kurz durch meine Provinzen gehen. Ob ich gerade irgendwas noch irgendwie ausbauen kann. Oder ob was ansteht. Hier in drei Runden. Vier, vier. Okay, drei Runden, ja. Drei Runden bringt plus vier auch. So, der bringt minus Nahrung. Kann ich aktuell nicht machen. Und das wird auch fertiggestellt. Das ist schlecht. So, das können wir erstmal nicht ausbauen. So, hier ist das okay. Hier können wir weitere Upgrades machen. Plus vier. Wie sieht es denn hier mit der öffentlichen Ordnung? Die ist gut, das heißt, hier gehen wir auf den Hof, auf die volle Nahrungsversorgung. Drei Runden, hier kommt nichts mehr. Hier können wir plus 5 öffentliche Ordnung. Das bringt 4 Nahrung, bringt 5, bringt 7. Gehen wir hier auch auf den Hof. So, hier haben wir... Ja, super, super, super. Hier gehen wir auf das Maximum. Auch auf den Hof. So, hier haben wir auch eine gute öffentliche Ordnung, sodass wir hier auch auf den Hof gehen können. Der bringt nämlich am meisten Nahrung. Hier wird ein großes Minus produziert. Warum? Weinhandel. Archive, Forschungsrate, Wohlstand durch Bildung. Taberna. Öffentliche Ordnung ist okay. Brauche ich auf jeden Fall Nahrung, verdammt. Ich brauche Geld, ich brauche alles. Archive. Archive können, glaube ich, weg. Müssen weg. Abreißen. So, hier ist also, boah, plus 46. Ey, das ist der Hammer, echt. Das ist der Hammer. Hier ist die öffentliche Ordnung negativ. Was ist da los? Aber die steht bei 100. Also alles gut, alles gut. So, hier ist alles gut. Hier ist alles super. Hier kann ich auch ausbauen. Sehr schön. Hurra rum. So, du bringst öffentliche Ordnung, Wohlstand. Minus Nahrung. Minus Nahrung. Minus Nahrung. Verdammt. Aber hier oben muss ich es machen. Hier oben muss ich es machen. Und dann sind wir auch schon durch.
Ja. Also, wie wollen wir uns positionieren? Erstmal können wir hier... Kosten 200. Boah, scheiße. So viel kann ich hier nicht verbessern, ne? Aber immerhin. Kein Geld mehr. Okay. Ich würde vielleicht sogar Folgendes jetzt mal einfach ganz frech vorschlagen. Ah ne, wir haben da oben, eine schlechte öffentliche Ordnung. In Britannien, da können wir uns das nicht leisten, jetzt hier einen auf Geldmacher zu machen. So, was haben wir denn hier? Also wir hatten hier, wie gesagt, wir hatten einen Spion, zwei, ein Streiter, zwei. Wie kann ich euch helfen? Und unsere komische. So, ich kann ja eigentlich schon mal meine Spione vorschicken. So, du gehst mal dahin. So, du gehst mal dahin. Und dann schicke ich jeweils einen Verein mit. So, und du gehst auch mal hier runter. Man könnte nämlich hier unten schon mal ein bisschen auskundschaften. Okay. So, ihr müsst auch hier hin. Zwecks Upgrade. So, nein. Okay, Freunde. Runde beenden. Und die Runde ist auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch erneut gefallen. Gehe ich mal von aus. Freunde, Daumen nicht vergessen. Nach oben natürlich. Und ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Euer Björns 9.